Hallo Schönheiten, ich wollte euch heute meine Liebhaber aus dem Monat Februar vorstellen. Und zwar habe ich es diesmal sogar geschafft, etwas auszusuchen, was nicht nur Beauty ist. Yay! Man nennt es auch Lifestyle-Favoriten. Ich fange aber trotzdem, glaube ich, am besten mal an mit dem Produkt, was mir am allerbesten gefallen hat, glaube ich, diesen Monat. Und zwar ist das die Ren Glycolactic Radiance Renewal Mask. Vielleicht findet ihr eine, die unter 45 Euro kostet. Ich habe meine über Amazon für, ich glaube, 37. Und soweit ich es verstanden habe, funktioniert das Prinzip so. Die oberste Hautschicht ist die, die sowieso schon tot ist. Also das sind abgestorbene Hautschüppchen, die nur oben auf der Haut drauf liegen. Und da die Oberfläche aber dadurch nicht glatt ist, sondern so schuppig, reflektiert die Haut das Licht nicht mehr so schön und dadurch strahlt die Haut nicht mehr so. Das ist dieser ewige Glow, über den immer alle reden und den immer alle haben wollen und den ich auch haben will. Ein Enzympeeling kann dabei ganz gut helfen angeblich. Nicht mit Schminke im Gesicht, Mädels, das kommt auf die abgeschminkte Haut. Und man trägt die auf und das ist so eine, ja, so eine leicht gelbliche, etwas klebrige Textur, den Augenbereich aussparen. Dann lässt man das Ganze 10 Minuten lang einwirken und, keine Ahnung, hört seinen Lieblings Song. Hallo? Und wenn die 10 Minuten vorbei sind, dann wäscht man das Ganze wieder runter mit so einem Baumwolltuch, was in der Packung mit bei ist, wenn man die kauft. Und wenn ihr mich fragt, ich finde, das hat so genau diesen Soforteffekt, den alle Hyper da draußen, die schuld daran sind, dass ich dieses Produkt gekauft habe, haben eindeutig recht. Die Poren sehen viel, viel kleiner aus und ich finde, die Haut ist allgemein viel frischer und gleichmäßiger und die Oberfläche ist so richtig schön, so eins. Also das ist so bisher eine Maske, bei der ich jetzt sagen würde, da sehe ich wirklich einen großen Unterschied. Und das ist auch eins der wenigen Gesichtspflegeprodukte, bei denen ich wirklich sage, die macht doch einen Unterschied. Und was ich damit auch sehr, sehr gerne benutze, das ist die Origins Drink Up Intensive Overnight Mask. Und das ist so, oh Gott, das riecht göttlich, also fabelhaft. Hier in dem Video benutze ich viel zu viel, ihr braucht davon viel weniger. Wenn man zu viel davon nimmt, dann ist sie so ein bisschen pappig. Das ist auch das, worüber sich die ganzen noch mehr Hyper, ihr Hyper da draußen seid böse, die sich darüber so ein bisschen beschweren, dass das dann im Kopfkissen hängen bleibt. Finde ich jetzt nicht unbedingt, wenn man davon ein bisschen weniger benutzt, dann sinkt die sehr, sehr schön in die Haut ein. Und ich finde, man wacht am nächsten Morgen auf und hat so richtig, ja, prall würde ich sie nicht nennen, aber ich habe schon das Gefühl, so gerade nach so einer Maske, die irgendwie da einiges runternimmt, dann ist das super. Und der Geruch. Ich habe sie jetzt bestimmt 5-6 Mal benutzt und ich werde ein absoluter Origins-Fan, glaube ich. Also ich finde sie fabelhaft. Oh, mein Lifestyle-Favorit, Trommelwirbel, da-da-da-da-da-da, Homeland. Ich habe, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen beide Staffeln gesehen oder so. Das ist so ein Polit-Thriller, der immer spannender wird. Am Anfang ist es etwas, aber es wird richtig gut. Und am Ende hat es mich, ganz ehrlich, zerrissen vor Spannung. Also ich saß wirklich vor dem iPad so, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Und es ist richtig gut und schauspielerisch finde ich das wirklich super. Und ich habe das sogar in der Straße mal angeguckt, so gut hat es mir gefallen. Evil. Ich sitze irgendwie so ein bisschen links heute. Ich weiß auch nicht. Dann das nächste Produkt, beziehungsweise die nächste große Liebe. Guckt euch Homeland an, wirklich. Wäre dieses Oberteil von H&M, das ist aktuell und das gibt es, glaube ich, auch in umgedrehter Farb... Reihenfolge wollte ich schon sagen, aber in umgedrehter Farbe, auch als Bluse. Und das ist, okay, also es ist nicht sehr schmeichelhaft. Ihr seht damit ein bisschen schwanger aus, wenn ihr nichts damit macht. Aber ihr könnt das auch in die Hose reinstecken. Schwarz-Weiß ist sowieso voll mein Ding. Und das ist mal eins der wenigen Muster, die ich wirklich schön finde. Und ich finde sie super, ich könnte sie aufessen. Ich habe sie schon mehrfach getragen und selten hat mich ein Oberteil so mitgerissen wie dieses. Okay, 3 Sachen habe ich noch für euch. Das eine wäre der Kryolan High Gloss. Ich habe davon vorher noch nie wirklich was gehört, aber anscheinend sind diese Glosse wirklich super beliebt. Und das ist ein hochpigmentierter Gloss, das habe ich echt selten erlebt, dass der wirklich so viel Farbabgabe hat. Und er hält ganz okay, das ist nicht grandios, aber er hält schon besser als normale Glosse, würde ich jetzt sagen. Aber der ist halt nicht wirklich vergleichbar mit sowas wie einem YSL Glossy Stain zum Beispiel.
Aber er ist wundervoll. Also das ist der erste Gloss seit Monaten, was so die wirklich so, was so ein Farbgloss ist, der mich halt so mitgerissen hat. Also sehr, sehr schönes Produkt. Ein Pröbchen der All About Ice Rich. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Pröbchen in meinen Favoritenvideos. Aber das ist einfach dem geschuldet, dass das hier ein super Pröbchen ist. Und ich hatte die mal und fand die nicht so brüllerartig. Nicht so grandios und nichts Besonderes. Die Konsistenz ist einfach super. Das ist wie so ein Balsam, der nicht ganz zu dick ist und so eine schöne Creme, die so ein bisschen reichhaltiger ist, aber nicht zu sehr. Und man muss am Augenlid nicht ziehen, wenn man sie verteilen will. Und mein Pröbchen hat mich absolut weggehauen. Ich habe noch ein Pröbchen mit 1,5 ml. Und letztes Produkt ist die Lemony Flutter Cuticle Butter von Lush. Das ist so eine nach Zitrone riechende Nagelbutter, sag ich jetzt mal. Und ich habe noch eine zweite und wenn die leer ist, dann werde ich die definitiv nachkaufen, weil das richtig schön, ich finde es nachhaltig fliegt. Also viele Handcremes macht man ja drauf und dann, meine Hände sind schön und dann 5 Minuten später sehen sie genauso aus wie vorher, gerade was so Nagelhaut angeht. Und bei der hier ist das nicht so. Also ich finde, wenn man so trockene Stellen hat oder so, dann wie so Photoshop-mäßig blendet sich das dann ein in den Rest der Nagelhaut. Und sehr schöne Pflegewirkung. Mache ich am liebsten abends drauf, damit das auch genug Zeit hat, um einzuziehen und ich nicht irgendwie irgendwo gegen touche und dann da meine Fettspur hinterlasse. Und I like. So viel dazu. Ich hoffe, ihr lasst mir eine Videoantwort da mit euren Februar-Liebhabern oder März. Vielleicht wisst ihr ja schon, was ihr im März total lieben werdet. Und ich verabschiede mich und bis bald. Tschüss.